So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gehen wir einmal die Schweinsteiger SBC durch, plus einmal den Foodbin Index, also wie ihr wirklich perfekt snipen könnt. Das ist wirklich für das perfekte Snipen. Ich werde es euch heute einmal zeigen, vorstellen, weil die Frage auch gerade sehr oft im Stream kam. Ich habe gerade gestreamt. Die meisten von euch waren ja am Start. Wir waren durchgehend über 250 Leute. Danke dafür. Haben einen Foodraft gespielt. Für die Leute, die nicht da waren, kurz erklärt, haben einen Foodraft gespielt, haben es gewonnen, hatten aber kein Walkout, dass ihr dahingegen Bescheid wisst. Für meine RTG einfach. Und ja, wir schauen uns heute die Schweinsteiger-SPC an, wie schon gesagt. Damit fangen wir auf jeden Fall jetzt erstmal an. Wie immer, wenn ihr neu seid, könnt ihr sehr gerne ein Abo da lassen. Und vielleicht packen wir ja die 250 Likes. 300 Likes, würde mich sehr freuen. Vielleicht auch nur die 200 Likes. Lasst gerne ein Like da, ist kostenlos, supportet mich sehr, motiviert mich sehr. Und dann starten wir jetzt rein mit dem Video. Let's go. Gestern kam ja diese SPC heraus. Premium Squad Builder Challenge SPC Schweinsteiger. Wir schauen uns erstmal nur die Stats an von der Karte. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie viel er kostet. Wir schauen uns ihn an und dann werde ich sagen, ob er sich lohnt oder nicht. Let's go, wir starten rein. Ich habe nur viele Sachen auf Twitter gesehen. Davon lassen wir uns aber nicht beeinflussen. 90% haben geschrieben, er ist zu teuer. Ich glaube aber, wenn sowas geschrieben wird, müsste er zwischen 200.000 und 300.000 kosten. Wir starten erstmal rein mit den Stats. Hier sehen wir 1,83 groß, ist ja in Ordnung. Starker Fuß rechts. Erstmal alles ganz stabil, dann schwache Fuß 3 und Spezialbewegung 3. Ihr wisst ja, das gefällt mir gar nicht. Ich finde, Spezialbewegung muss mindestens immer 4 sein bei mir. Das ist halt auch Geschmackssache. 3 schwache Fuß kann man hinwegsehen, das passt ja noch so einigermaßen. Aber 3 Spezialbewegungen, da hört es bei mir schon wieder zum Beispiel auf. Da würde ich jetzt nicht mehr als 150.000 bezahlen, wenn er bei mir nur 3 Spezialbewegungen hat. Klar, bei einer Innenverteidigerkarte oder Außenverteidigerkarte wäre es jetzt nicht so schlimm. Aber bei so einem Mittelfeldspieler, der auch mal mit nach vorne arbeiten kann, der hat ja wirklich sehr gute Passwerte, Schusswerte und aber auch Defensiv- und Physiswerte. Ja, finde ich, braucht er schon mindestens 4 Sterne Spezialbewegung. Antritt 66, Sprintgeschwindigkeit 75. Joa, ist noch in Ordnung, kann man auch noch hinwegsehen. Fabinho, glaube ich, hat ungefähr die gleichen Pace-Werte. Tut man hier eben eine Shadow-Karte drauf, hat er auf jeden Fall viel mehr Antritt noch. Ja, was soll ich hierzu sagen? Schuss und Passspielwerte sind wirklich sehr, sehr stabil. Bei den Schusswerten alles fast über 80 bis auf Abschluss, aber sowas wie Fernschüsse hat er zum Beispiel auch fast 90, was wirklich sehr, sehr krass ist. Also die Schusswerte brauchen wir hier nicht zu diskutieren, sind wirklich sehr, sehr stark. Kurzer Pass 93, langer Pass 94, Effekt 93, Übersicht 91. Übertrieben heftige Stats, er hat ja allgemein auf seinen, ja, Passwert 90, was unglaublich krass ist. Dann kommen wir aber zum Dribbling-Stat und ihr seht schon, was bei mir auch schon wieder so ein übertriebenes Manko ist, wo ich sage, nein, die Karte mache ich mir niemals. 64 Beweglichkeit. Ich will nicht wissen, wie er sich bewegen lässt. Bei 64 ist wirklich sehr, sehr wenig. Ich weiß nicht, mit welchem Camry-C-Style man es pushen kann, aber braucht auf jeden Fall eine Camry-C-Style, wo man eher die Beweglichkeit pusht, weil das ist wirklich sehr, sehr wenig. 64, Alter, bei diesem Gameplay, das fühlt sich dann an wie 20, bei diesem Traktor-Gameplay. Naja, ansonsten 96 Reaktionen, was soll ich da noch zu groß sagen? Ihr seht ihr die Stats selber, 99 Ruhe. Einfach nur krank, 99 Ruhe. Einfach nur krank. Defensiv- und Physis-Stats sind auch sehr stabil. Viele haben sich auch beschwert, wie ich auf Twitter gelesen habe, 76 Ausdauer ist zu wenig. Aber schlimm ist das jetzt nicht, 76 ist klar jetzt nicht sehr viel, aber 76 reicht, glaube ich, für ein ganzes Game. Gerade mal so, glaube ich, reicht es für ein ganzes Game. Ansonsten, wenn man in die Verlängerung geht, in dem Food Champion Game, wechselt man sich da einen anderen Spieler ein. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht so sein, dass man sagt, er hat viel zu wenig Ausdauer. Und er kostet 250.000. Auf Xbox 270.000, okay. Ist wirklich sehr, sehr viel. 250.000, was bekommen wir für Packs? Lass mich mal kurz den Packwert sehen. Wir bekommen insgesamt 3 Packs. Einmal hier ein 35k Pack, ein 25k Pack. Sind wir bei 60 und dann haben wir noch ein 30k Pack. Okay, 90.000 Packwert. Die Packs sind jetzt nicht schlecht, außer das Pack ist jetzt wirklich nicht das beste Pack, aber diese zwei Packs sind sogar in Ordnung. 250.000 Coins, ich sage, wenn man da wirklich gar nichts zieht, bezahlt man am Ende vielleicht 230.000 oder so. 20.000 sollte man mit Abstoßen hinbekommen. Zu dieser Zeit von FIFA finde ich 230.000 sehr viel. Viele werden jetzt vielleicht mit dem Argument kommen, Schweinsteiger, absolute Legende. Ich bin Bayern-Fan, den muss ich mir einfach machen, das kann ich auch dann komplett nachvollziehen. Aber so einer wie ich, der null Verbindung, sag ich mal, zu ihm hat, ihn auch nie wirklich verfolgt habe, ich bin ja Italiener, ich bin dann eher so bei Pirlo, Gattuso, Totti und so hängen geblieben, werde ihn mir nicht machen, ich habe auch kein Bundesliga-Team oder kein Team, wo ich ihn einbauen kann, das ist halt das Schwierige. Er hat zwar ja, Nation Deutschland, aber seine Liga ist MLS und da wird es sehr schwer, ihn zu linken. Wenn man ihn macht, macht man auf jeden Fall keinen Fehler, nicht falsch verstehen. Aber ansonsten würde ich meiner Meinung nach sagen, eher die Finger von lassen, aus dem Grund, weil 200.000 Coins gerade sehr viel sind. Lasst euch jetzt nicht nur von den Packs verleiten, weil ihr die Packs haben wollt oder so. Es ist schwer zu sagen. Ich finde, wenn man ihn machen will, kann man ihn sich machen. Aber ansonsten für die RTG-Spieler würde ich ihn jetzt nicht
machen, weil es unnötig Coinsverbrennung ist. Schreibt mir auf jeden Fall rein, habt ihr euch Schweinsteiger gemacht, ja oder nein? Das würde mich sehr interessieren. Und dann gehen wir rein, einmal rüber zu Footbin und ich zeige euch die Trading-Methode, die ich erwähnt habe. Okay, wir sind jetzt hier auf Footbin und ich werde euch hier diese Footbin-Index-Methode mal zeigen. Ich glaube, von WizFoodTrader wurde sie ins Leben gerufen. Er macht am Tag mehrere hunderttausend Coins damit. Also es ist sogar mehr als 100.000 Coins am Tag möglich. Man muss es halt etwas drauf haben, sage ich mal. Ich bin gerade so drin, ich mache am Tag, würde ich sagen, so 50 bis 150.000. Gestern habe ich 130.000 gemacht. Kommt drauf auch immer an, wie gut man die Spieler bekommt. Manchmal läuft es eher schlechter, eher besser. Auf jeden Fall gehen wir hier auf Markt, Index 100 und schauen uns mal hier die Spieler an. Zum Beispiel suchen wir uns jetzt mal hier einen Zaha raus. Wir müssen auch halt erstmal den perfekten Spieler finden. Ich probiere es euch mal hier uncut zu zeigen. Okay, Zaha wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Rebic steht zum Beispiel, das könnte gut funktionieren. Wir testen uns mal auf 2400 und hier oben steht 2000. Viele Leute denken, er kostet jetzt 2000, aber er kostet halt 2,4, 2,3 ungefähr. Und wir probieren ihn, also viele Leute denken dann, okay, er kostet 2000, ich will ihn schnell loswerden. Stellen ihn für 1,8, 1,7 mal rein, obwohl er gerade 2,4 vielleicht kostet. Und somit können wir ihn dann gut snipen und sehr gut wieder verkaufen. Diese Trading-Methode wende ich derzeit nur an, also ich habe klar nebenbei meine UV-Liste, meine Tech-Avior-Liste am Laufen. Aber ansonsten bin ich wirklich nur mit dieser Trading-Methode am Traden, am Snipen. Rebic liegt bei 2300, okay, dann probieren wir uns mal für 1,8 zu snipen. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt funktionieren wird, aber wir testen es einfach mal aus und dann zeige ich euch die Ergebnisse. Okay, wir haben jetzt einen Rebic hier für 1,7 bekommen, hat circa eine Minute gedauert, würde ich sagen. Können wir jetzt hier so reinstellen für 2300. Machen wir ungefähr 400 Münzen Gewinn, würde ich so schätzen. Und das sind einfach für mich, klar, man kann auch einfach normale Sniping-Filter raussuchen, sowas kann man auch machen und einfach normal Sniping-Filter snipen, aber irgendwann klappt dieser Sniping-Filter ja auch nicht mehr. Deswegen sucht man sich dann immer wieder neue und ich finde, dieser Footbin-Index ist einfach perfekt für, ihr habt die perfekten Sniping-Filter. Vielleicht schreibe ich jetzt auch so einen Titel, mal sehen auf jeden Fall. Zu langsamer hätten wir auch 1000 Münzen Gewinn gehabt. Auf jeden Fall sind es die perfekten Sniping-Filter, weil ihr habt durchgehend neue Spieler am Start und durchgehend neue Sniping-Filter am Start. Okay, wir haben noch einen bekommen für 1,7. Können wir auch wieder so reinstellen, 2300. Also wie gesagt, wir haben jetzt in 2 Minuten 2 Spieler bekommen, sind 1000 Coins Gewinn. Es kommt auch, also variiert sich auch immer ja, zwischen den Spielern hin und her, wie viel Gewinn man machen kann. Zum Beispiel, wenn man so höhere Spieler nimmt, wir nehmen zum Beispiel einen Thiago Silva. Schau mal, kann es denn gut mit ihm funktionieren? Okay, eher nicht. Ich habe mir hier einen Wijnaldum, können wir es auch nochmal hier als zweiten Vergleich zeigen. Steht hier 28.000, aber kostet eigentlich 30.000, wie wir sehen können. Vielleicht bekommen wir ihn ja für 27.000 gesniped. Wäre auch vielleicht 1.000, 2.000 Coins Gewinn. Und diese Methode nutzt ihr einfach. Ich glaube, das müsste jeder schon jetzt verstehen. Wir schauen mal, ob wir ihn unter 28.000 bekommen. Sollten wir ihn hier snipen können, werde ich euch auf jeden Fall zeigen dann das Ergebnis. Dann sehen wir uns hoffentlich sofort wieder. Okay, er kostet momentan 30.750. Ich schaue mal kurz bei Footbin, wie viel Gewinn das denn sind nach Steuern. Das sind 1.200 Münzen Coins Gewinn. Okay, nehmen wir mit 1.200 Coins Gewinn. Wenn wir ihn so verkaufen, so viel kostet er gerade, gibt es auch nicht viel auf dem Markt. Hauen wir weg, 1.000 Coins Gewinn, haben oder nicht haben. Komm, let's go, wieder 1.000 Münzen Gewinn. Also, wie gesagt, klappt wirklich sehr gut. Hier haben wir jetzt unseren zweiten Spieler bekommen. Mit einem Spieler macht ihr halt mal mehr als 1.000 Münzen Gewinn. Nein, hätten wir ihn bekommen, das wären über 2000 Coins. Manche Spieler kommen auch öfters rein, das darf man auch nicht vergessen. Manche Spieler kommen nicht so oft rein. Wenn ihr mal einen Spieler gefunden habt und der aber nicht so oft reinkommt, vielleicht in 10 Minuten zweimal reinkommt, dann haltet euch auch da länger nicht auf und sucht euch direkt neue Spieler raus. Dann seht ihr hier bei den Index, ihr habt genug Spieler. Und wenn euch diese Spieler nicht reichen, so mache ich es auch sehr oft, ihr könnt auch einfach hier unter beliebt gehen und schaut, welche Spieler lange nicht mehr aktualisiert worden oder bei welchen Spielern es so aussieht wie bei Wijnaldum. Was meine ich mit wie bei Wijnaldum, dass zum Beispiel hier ganz unten 30.000 stehen, aber ganz oben 28.000, aber er eigentlich schon über 30.000 kostet, das müsst ihr dann immer nachschauen. Wenn es hier so aussieht, 30, 30, 30, dann braucht ihr ihn nicht zu snipen, dann sucht euch einen anderen Spieler. Aber wenn es hier so aussieht, die Leute denken, okay, er kostet 28.000, wollen ihn schnell loswerden, man kennt es ja, man will ihn ganz schnell verkaufen, stellt ihn unter 28.000 rein, obwohl er gerade schon über 30.000 wert ist, das ist eigentlich im Endeffekt die Methode. Oder viele Spieler wurden oder werden lange nicht aktualisiert. Da steht letztes Mal aktualisiert vor 5 Stunden zum Beispiel. Dann kann man auch sehr gut snipen. Hier zum Beispiel kann es auch sehr gut funktionieren. Ihr seht, 71.000 denken die Leute kostet er, aber hier steht 74.000. Vielleicht kann man ihn sich hier unter 70.000 probieren mitzunehmen, 74.000 Coins reinstellen. Aber hier ist halt das Problem, weil er so teuer ist, darf man auch jetzt nicht schauen, dass man ihn zum Beispiel unter 70.000 holt. Die Steuern zum Beispiel aber 7.000 Coins betragen und man dann trotzdem Verlust macht. Deswegen haltet auch immer die Steuern im Bedacht, immer nachrechnen. Bei der Footbin Handy App kann man die Steuern eingeben, also beispielsweise 74.000 Coins gibt ihr ein. Und dann zeigen sie euch ganz genau auf dem Cent, sage ich mal genau auf dem Coins genau,
wie viel Steuern das denn sind. Okay, das war's es dann vom Video. Ich hoffe oder glaube mal, ihr müsstet das jetzt alles verstanden haben. Geht ran, Jungs, und sniped euch die Spieler. Und wenn ihr was bekommen habt, dann schickt es mir sehr gerne per Instagram oder per Twitter und zeigt mir eure Ergebnisse. Da gibt es nicht viel zu verstehen. Ich habe es eigentlich ganz gut erklärt, wie ich finde. Es war ein bisschen komisch oder ich wusste nicht direkt, wie ich es erklären soll. Aber ich hoffe, ich habe es gut hinbekommen. Dann bin ich raus. Lasst sehr gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Video und meine Weekend League Rewards dann auch. Haut da rein, bis morgen und ciao.